bucks down the drain. Okay, nur noch ein ganz kleines Stück. Du hast es gleich. Ah, oh Mann, jetzt komm schon. Du bist leichter als ich, sonst kann ich weiter runterlassen. Nee, Henk, ich leg mich jetzt hier nicht in den Dreck. Ich bin auch eigentlich gar nicht mehr da. Wieso werde ich eigentlich nicht in bezahlten Urlaub geschickt? Das ist ein Weiterbildungsseminar. Dafür kann man sich anmelden, wenn man möchte. Oh, mein Fischbrötchen. Ah, Mensch, Sia, was machst du denn? Also, Jungs, ich muss jetzt los. Tschüss, Schwesterchen. Tschüss. Henk? Ja, tschüss. Ciao. Wirst dich für nicht langweilen ohne mich. Ja. Gute Erholung. Danke. Was machst du da unten? Das da rausfischen. Hey, deine Arme sind länger als meine. Auf keinen Fall, ich leg mich da nicht hin. Bitte, tu mir den Gefallen. Ist auch für einen guten Zweck. Warte mal. Hier. Versuch's mal hiermit. Siehst du, gewusst wie? Ey! Oh Mann! Danke! Ja, schönen Skull hast du da, Jonas. Hey, danke, aus Carbon. Nicht schlecht, oder? Warum bin ich überhaupt nicht überrascht, dass der Skull, den ich suche, in deiner Hand auftaucht? Auch noch beschädigt. War brandneu, aber ist egal. Hey, das muss Henk gewesen sein. Hi, Henk. Vergiss es einfach, hat sich nichts verändert. Deine Ex? Du bist verrückt. Wir waren zusammen auf der Schule. Julia, die ist bei der Wasserschutzpolizei. Hm, süß. Hier ist mehr aufhängen? Sag mal, habt ihr bei der Polizei gerade nichts Besseres zu tun? Nee, Anweisungen von oben. Brockhaus redet seit Tagen von nichts anderem als der Regatta. Kevlar-Carbon-Rumpf, Aluflügel. Du was kostet locker mal 4.000, hä? Das Doppelte. Dreifache, wegen der Extras. Akten, Claudia. Ist das deins, oder was? Ja. Was kriegst du bitte für ein Gehalt? Ich bin früher übrigens auch mal gerudert. Also, schon eine Weile her, aber... Das sieht man. Hat halt nicht jeder so früh Feierabend wie ihr in der Verwaltung. Und ihr seid ein Team? Ja. Wir sitzen seit 2 Jahren zusammen im Polizeiboot. Dann wollen wir doch mal sehen, ob die ihren Schlitten auch fahren kann, hm? Ja, willst du jetzt mal im Trainingsstand zu gucken? Unten ausgerichtet. Achtung, los! Ich setze einen Svanni auf die beiden Offshore. Da halte ich dagegen. Das Holzboot macht. Hafen hat den Ruderpokal zum letzten Mal gesehen, mein lieber Jochen. Was glaubst du denn, wer all die Jahre dafür verantwortlich war, dass wir das beste Boot hatten? Ha? Ich habe auch diesmal nicht vor zu verlieren. Ist mir egal, mit welchem Team. Natürlich ist das mein Ernst. Okay, die Wette gilt.
Für die Niederlage werden sich eure Enkel noch schämen. Ach, Claudia. Das ist die Mailbox von Hank Cassens. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Hier Brockhorst. Was mit unserem Banner? Danke, Hank. Moin. Ah. Was machst du hier? Ich habe Sirenen gehört und deinen Wagen gesehen. Dann habe ich gedacht, ich werde vielleicht gebraucht. Du bist Apothekerin, Insa. Und gegen den Tod ist leider noch kein Kraut gewachsen. Sportunfall, das ist alles. Das ist wahr, eine Kollegin. Claudia war topfit. Wird jeden Tag trainiert und total auf ihre Ernährung geachtet. Ich hatte schon mal einen, der ist auf der Yogamatte tot umgekippt. Du kannst machen, was du willst. Irgendwann bist du dran. Wir sind immer weg. Mir wird langsam kalt. Danke, Jungs. Eine Frage noch. War Claudia kürzlich irgendwie krank? Heute Morgen an den Geräten trainiert, da war alles bestens. Mein Beileid. Wozu denn her? Ich habe den Erste-Hilfe-Koffer zurückgebracht. Ah, den bringst du die Sachen also zurück. Kann das sein, dass ihr beide ein Problem habt? Wir kennen uns seit der Schulzeit. Wir haben sogar zusammen Zeitungen ausgetragen. Nur dass Yunus seinen immer komplett ins Altpapier geschmissen hat. Wegen dir habe ich den Job fast verloren. Hätte sie ihn mal verloren, hätte sie was dazugelernt. Aber deine Schwester hat dir ja wie immer den Arsch gerettet. Ey, wenn die sich einmal eine Meinung gebildet hat, ne, dann war's das. Mann, Jonas, es gibt gerade echt Wichtigeres als das. Vergiss sie doch einfach. Danke fürs Mitnehmen. Ja, hast du nie irgendwas vergessen? Von der IT-Abteilung. Was ist los? Nichts zu tun oder was? Was stehen Sie hier so rum? Ja. Ja, ich weiß, wir sind alle ein bisschen durch den Wind. Die Kollegin Claudia Bock war ein Teamplayer. Sie hatte Biss und das mochte ich an ihr. Der nächste Sieg mit dem Polizeiboot leer ist ihr einfach nicht gewährt worden. Aber in unserem Herzen, da wird sie immer eine Siegerin bleiben. Ja, vielleicht hilft uns der Gedanke, dass sie bei dem starb, was sie liebte, über diesen unfassbaren Verlust hinweg. Bestimmt wollt ihr auch noch was sagen. Ich meine, ihr kanntet sie ja viel besser als ich. Ja, das ist sehr schwer für uns alle. Danke. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Hank.
Schon wieder 6 Plätze gefallen. Eine Sauerei ist das. Moin. Mhm. Kurze Aufmerksamkeitsspanne, ein Symptom der Internetsucht. Hast du Probleme, Wolfgang? Kommt drauf an, warum du hier bist, Insa. Die Erfahrung zeigt, wenn du auftauchst, muss ich Probleme lösen, die ich vorher nicht hatte. Das meine ich nicht als Kompliment. Also, was kann ich für dich tun? Weißt du, wie viele Totenscheine fehlerhaft ausgestellt werden? Seit wann interessiert dich Bürokratie? Nicht Bürokratie. Hinter jedem Schein steckt auch ein Mensch. Ein toter Mensch. Und er hat Rechte, da stimmst du mir doch zu, oder nicht? Ja. Deswegen brauche ich deine Hilfe, Wolfgang. Ich glaube nämlich nicht, dass diese Claudia einfach so umgefallen ist. Um bei deinen Rechten zu bleiben, du wirst dir sicher keine Obduktion durchführen. Nein, natürlich nicht. Ich und Obduktion. Ich mache eine Blutabnahme. Ich brauche nur ganz, ganz bisschen. Dein ganz, ganz bisschen Vertrauensbruch kostet mich meinen tadellosen Ruf. Auf keinen Fall lasse ich dich an meine Leiche. Ich will doch auch nicht an deine Leiche. Ich will an Claudias. Sehr witzig. Ach, Wolfgang. Tu's nicht für mich. Tu's für Claudia. Für deine Kundin. Vorsichtig. Ja, ruhig, Blut. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Insa. Ich kann das nicht mit ansehen. Ja gut, dann geht er schon mal nach oben. Kundschaft. Ich will zu Claudia. Claudia Bock, die ist so bei Ihnen. Nein. Ich meine ja, aber das geht nicht. Leider. Nicht ohne Anmeldung. Anmeldung? Ja. Neue Vorschriften. Um den Toten die notwendige Ruhe zu gewährleisten. Wie viel mehr Ruhe braucht denn so ein Toter? Anmeldung. Ich werde mich jetzt von meiner Kollegin verabschieden. Herr Brockhorst, die Wahrheit ist, sie ist noch gar nicht fertig. Könnte ich ein paar Minuten haben? Danke. Selbstverständlich. Lassen Sie sich Zeit. Claudia hat es. Danke. Ohne dich werde ich nicht zum Angeln gehen. Mit wem soll ich denn jetzt aufs Wasser starren und über dieses trostlose Kaff ablästern? Ach, Claudia. Ja! Das sieht ja miserabel aus, Wolfgang. Wie bist du? Brockhaus hätte dich fast erwischt. Ja, aber ja nur fast. Es ist nicht ein tolles Gefühl, wenn das Adrenalin in die Adern schießt? Da fühlt man sich richtig lebendig, oder? Ich habe mich auch so ganz lebendig gefühlt. Und jetzt verschwinde, bevor er dich... Frau Scherzinger, was machen Sie denn hier? Geh. Beraten. Sie geht gerade. Wolfgang braucht einen Social Media Consultant. Hier, die Kundenkommunikation, die muss dringend modernisiert werden. Ansonsten ist sie bald Schicht im Schacht. In Wilhelmshaven hat schon wieder so ein seelenloser Sarg-Discounter aufgemacht. Was kann ich dafür? Bald lassen sich alle in Pappkisten in Tschechien begraben. Dafür kriegen die auch noch positive Bewertungen. Und ich? Echte Qualität rutscht immer weiter in den Keller. Eben, die anderen können sich's leisten, positive Bewertungen zu kaufen. Ganz genau.
Wie, die sind gekauft? Ja, natürlich. Es gibt Leute, die kriegen Geld dafür, dass die schreiben. Die Konkurrenz, die schläft doch nicht. Ich dachte wenigstens, ihr Job ist finanziell sicher. Die Leute nehmen ihren Tod auf die leichte Schulter. Kümmern sich nicht. Kein Testament, keine Vorsorge, wenn man dann auch noch ganz alleine wohnt wie ihre Kollegin. Wieso? Haben Sie noch niemanden erreicht? Ja gut, die Eltern von Claudia, die sind früh verstorben, aber Freunde? Verwandte? Wenn ich niemanden ausfindig machen kann, wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Sozialbeerdigung. Totale Sparflamme. Simple Holzkiste, keine Gäste, nichts. Holzkiste? Claudia? Nein? Nein. Nein. Claudia braucht etwas Besonderes. Eine schöne, würdevolle Zeremonie. Und da verlasse ich mich auf Sie. Das können Sie. Geld spielt keine Rolle. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Moin, Insa. Moin. Nachmittag. So ungefähr, sag mir, Hank. Hm? Das würde dir nicht schmecken. Wieso, was ist es denn? Vegetarisch? Transylvanisch. Brockhaus und diese Claudia, kannten die sich eigentlich gut? Wieso? Er war extra im Bestattungsinstitut, um sich von ihr zu verabschieden. Hm. Woher weißt du das? Ich bin ihm über den Weg gelaufen, als ich das Mittagessen geholt habe. Hm. Keine Ahnung, was die beiden aneinander gefressen haben. Okay, ich muss danach. Hm. Mahlzeit. Bestimmt wollen sich hier alle daran beteiligen, Claudia Bocks Beerdigung zu was ganz Besonderem zu machen. Hm? Claudia hat immer alles für die Dienststelle gegeben. Da habe ich wohl was verpasst. Ja, vor allem beim Rudern. Polizeiboot leer. Oben, auf dem Siegertreppchen. Das hätte unsere Dienststelle zusammengeschweißt. Dafür hat Claudia gekämpft. Denken Sie das gleiche wie ich? Noch einen Tag, dann ist Wochenende? Wir müssen das Benefizrennen für Claudia gewinnen. Jemand muss für sie antreten. Hätten wir eine Frauenquote, wäre das natürlich einfacher. Ja, ja, die haben wir. Ja, aber die können alle nicht rudern. Was mit Frau Esnigül? Fortbildung? Ja. Kann die rudern? Nee, aber ich kann rudern. Im Sinne Frau. Frau Esnigül ist nicht da, aber die Arbeit ist da. Teamgeist, Carstens, Teamgeist. Moin, Hank. Ist der Chef auch da? Also mein Chef schon, aber der macht noch Mittag. Ich habe hier was, das ihn sicher interessieren wird. Stehen Ihre Namen von Polizisten mit Ruderkenntnissen? Nein. Ja, dann sorry. Das Einzige, was Sie momentan interessiert, ist Ersatz für seine Claudia zu finden. Wie, das Rennen findet statt? Ja, soll stattfinden. Zu Ihren Ehren. Bisher hat aber noch niemanden gefunden, der es mit ihr aufnehmen kann. Ja, hier. Das sind die Ergebnisse von Claudias Blutuntersuchung. Was für eine Blutuntersuchung? Hast du etwa wieder... Ach was. Mhm. Ich denke, dass dein Chef das wissen sollte. Bestimmt. Aber ich weiß Brockhaus ganz sicher nicht sagen. Das werden Sie Brockhaus nicht sagen.
Scherzinger. Immer wieder schön, Sie zu sehen. Was ist das? Deswegen waren Sie bei Habe Dank. Ja. Und Sie sind doch nur wütend, weil Ihnen das Ergebnis nicht passt. Erklären Sie mir, warum ich wütend bin. Ich könnte Sie verhaften lassen. Das ist doch ein Fehler. Nein, das ist nicht. Ich habe die Untersuchung 3-mal gemacht, immer mit dem gleichen Ergebnis. Die Konzentration weist auf Überdosierung von Amphetaminen hin. Doping? Claudia? Nie im Leben. Naja, Doping ist im Freizeitsport total angekommen. Es reicht auch der Wettkampf mit dem Fitnessstudio-Nachbar. Oder mit sich selbst. Selbst wenn Claudia das Zeug im Blut hatte, dann gibt's dafür nur eine Erklärung. Fremdeinwirkung. Was? Sie meinen... Claudia hatte einen Herzfehler. Hier geht's um Mord. Selbst wenn sie gedopt hätte, sie hätte niemals überdosiert. Dafür war sie viel zu präzise. Das heißt, wir geben das Ganze an die Mordkommission weiter. Lass uns ganz langsam. Die hängen das doch gleich an die große Glocke. Wir werden dem Ganzen erstmal unauffällig nachgehen. Und mit wir meinen Sie... Ich mach das. Was? Sie suchen doch Ersatz für Claudia, oder nicht? Und als Tarnung, was ist besser als das Benefizrennen? Sie rudern? Mhm. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich hab's Ihnen schon 1000-mal gesagt. Sie arbeiten nicht für die Polizei. Ja, aber ich kann sehr unauffällig sein. Oh ja, das weiß ich. Sie können sehr... Und für die Polizei würden Sie arbeiten als... was? Chemisch-technische Assistentin. LKA Niedersachsen. Ich sollte einen Ausweis bekommen und eine Waffe. Das macht das Ganze echter. Chemisch-technische Assistentin. Darauf muss man erst mal kommen. Ich glaube, ich schaffe das. Viel Glück. Guck mal, die Gravuren da unten. Das war ganz schön klein. Hank Cousins, das sind meine. Ich wusste gar nicht, dass sie immer noch hier ausgestellt sind. Ja, da unten stören sie ja auch keinen. Aber hier, wow, das ist ja beeindruckend. 1, 2, 3. Wer auch immer Lukas Wilkins ist, ich will ein Date mit dem. Moin. Moin. Karen? Hank? Du bist Polizist geworden. Ja. Und du? Ach was. Hm. Das ist übrigens Insa. Sie übernimmt Claudias Platz im Polizeiboot. Karen, freut mich. Mhm. Sag mal, arbeitest du nicht in der Apotheke? Auch. Wir sollen die hier aufstellen, geht das? Wie wär's, wenn du die in den Ruderkasten stellst? Da war Claudia fast jeden Tag. Du weißt noch, wo der ist. Ja? Komm, ich zeig dir alles. Hey. Hi. Du lässt dich auch von nichts aufhalten, oder? Gleich wieder einzusteigen hilft irgendwie. Sag mal, kannst du Claudia eigentlich gut? Wir haben viel zusammen trainiert. Der hat das sehr ernst genommen. Hm. Weißt du von Freunden oder Bekannten? Hatte sie noch andere Hobbys außer Ruder? Wieso fragst du mich das? Stimmt irgendwas nicht? Nee, mir ist nur aufgefallen, dass ich kaum was von ihr weiß. Sag mal, habe ich das richtig mitbekommen? Hat Brockhaus schon Ersatz für Claudia? Diese Isa? Insa? Das macht ja schnell die Runde. Hat er die nur eingestellt, damit wir zusammen das Rennen fahren können? Die Wege des Brockhaus sind unergründlich. Ich halte mich da raus. Also,
Hier sind die Spinde der Männer. Und hier sind die für die Frauen. Und da geht's zum Wasser und zu den Booten. Ah, okay. Du kannst den hier nehmen, der ist frei. Ach, danke. Gut. Wenn du Fragen hast, ich bin im Büro. Aha. Ach ja. Claudias Sachen sind immer noch da. Ich dachte, vielleicht will die Polizei die ja mitnehmen. Ja, die Polizei wird die mitnehmen. Also ich werde die mitnehmen. Okay. Bis später. Bis später. Moin. Moin. Ist hier heute Selbstbedienung? Wo bist du denn? Hier. Ich möchte Anzeige erstatten. Macht man heute online. Ist schneller und einfacher für mich. Hier. Liebevoll ausgesuchte Uhren. Da. Professionell nehmen sich Zeit. Und jetzt kommt's. Individuell und dennoch viel billiger als die Konkurrenz. Hört sich doch gut an. Was ist das? Vorsätzliche Verbrauchertäuschung. Betrug ist das. Diese Bewertung, das ist nichts als Lügen. Du kannst hinfahren und dich selbst überzeugen. Oder seit wann sind Bestattungen in Plastikröhren liebevoll? Gut, dass du es ausgedruckt hast. Verschwindet ja immer alles so schnell im Internet, sagt man. Ja, eben nicht. Und deshalb muss man das entfernen, mit der gesamten Härte des Rechtsstaates. So halblang. Die Polizei kann nicht einfach Bewertungen aus dem Internet löschen. Wer muss sich schon ans Bewertungsportal wenden, oder? Will ich einfach damit abfinden. Mich damit? Da kennst du mich schlecht, denk. Da kennst du mich schlecht. Also mal noch was ganz anderes. Kennst du Freunde von Claudia Bock? Oder irgendwelche Verwandte? Ich habe immer noch keinen, an den ich mich wegen der Beerdigung wenden kann. Da fragst du echt den Richtigen. Das tut morgen weh. Oh, ich. Ah. Nee, mit den Beinen drücken. Oberkörper nach hinten lehnen. Dann ziehen. Ja. Ja? Sieht schon besser aus. Ich bin übrigens Lukas. Insa. Lukas, der Lukas mit den großen Pokalen? Ja, das sind meine. Bist du noch im Verein? Ich spring für Claudia ein. Seid ihr Kollegen? Entfernt. Habt ihr euch gekannt? Ja, ich kenne jeder jeden. Sie war nie bei den Profis, aber sie war wirklich gut. Konnte sich quälen. Braucht man beim Rudern. Komm. Ja. Meine? Jetzt machen wir einen Streckenschlag. 28er. Ah. Ich komme auch mal einen 24er. Der Scholz. Ist der auch im Verein? Ist unser Physio. Guter Mann. War Claudia auch bei ihm? Ich glaub schon. Bei dem ist fast jeder. Wirklich?
viel nehmen wir heute? 8 Stück. 8, das ist ein Wort. Moin. Nee, moin. Machen Sie mal ganz voll, meine Schwester kommt heute zum Tee. Ach, genau. Schwester. 30% auf alles, ne? Außer auf Backwaren. Mhm. Es ist so schade, dass Sie den Laden zumachen, Frau Bock. Ja, Frau Radke, ich hätte es auch gern anders gehabt. Frau Bock? Ja? Sind Sie verwandt mit Claudia Bock? Ja, das ist meine Schwester. Carsten ist mein Name, Polizei Lea. Ich komme dann später wieder und hol das ab, ne? Bis dann. Tschüss. Ja? Frau Bock, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Schwester vorgestern gestorben ist. Mein Beileid. Tut mir leid. Frau Bock, ich hätte noch ein paar Fragen. Nee. Da sind Sie bei mir falsch. Tut mir leid. Wollen Sie das haben? Hm? 11,60. Für ein Glas Honig? Nee, danke. Sie kommen jetzt aus Leer. Ja? Was hat Claudia denn in Leer gemacht? Sie hat da für die Polizei gearbeitet, in der Verwaltung. Wann haben Sie sie denn zum letzten Mal gesehen? Weiß sie nicht mehr, ist zu lange her. Meine Schwester und ich, wir sind sehr unterschiedliche Wege gegangen. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass sie in Emden beim Veterinäramt gearbeitet hat und dann ist sie irgendwann weggezogen. Veterinäramt? Moin. Hi. Hello. Wollen Sie gar nicht wissen, wie sie gestorben ist? Macht das einen Unterschied? Habe Dank, Bestattungen. Nachricht nach dem Signalton. Wolfgang, Hank hier. Ich habe die Schwester von Claudia Bock gefunden. Ich schicke dir ihre Kontakte an, ja? Karin ist leider schon weg. Ich bin hier, um dich abzuholen. Ach echt? Das ist ja süß, aber ich gehe zu Fuß. Und? Wie war dein erster Tag? Schon gut ermittelt? Ja. Hier, das ist Claudias Tasche. Nicht dein Ernst? Wieso? Du sollst beobachten, Imsa. Wenn du irgendwas Verdächtiges siehst, dann darfst du Brockhaus und mir davon erzählen. Tschüss. Sonst nichts. Also ich finde, du könntest ruhig ein bisschen dankbarer sein. Bis morgen, Kollege. Claudias Personalakte. Dass das vertraulich ist, ist Ihnen schon klar, Kerstens, oder? Ja, und? Steht auch nichts drin. Nicht mehr Ihre frühere Dienststelle. Veterinäramt Emden. Ja, was? Ich habe Ihre Schwester gefunden. Mir hat sie nie was von der Schwester erzählt. Susanne Bock. Die beiden hatten aber anscheinend keinen Kontakt. Ich wusste nicht mal, wo Claudia wohnt. Gewohnt hat. Sie kann sie ja auch ein bisschen. Was wissen Sie denn über Claudia? Dass sie genau wie ich in diese gottverdammte Einöde versetzt wurde. Erstens, sowas tut man niemandem an. Sie machen sie, nicht wahr? Ja, nicht wie Sie jetzt denken. Also, wenn Sie das denken, wir hatten einfach einen guten Draht. Ja. Das heißt, Sie waren Freunde? Ich weiß nicht, ob sie das so gesagt hätte, aber mit ihr konnte man einfach besser schweigen als reden. Wir müssen in Claudias Umfeld ermitteln. Jemanden, der ein persönliches Motiv hatte, der von ihrem Herzfehler wusste. Veterinäramt Emden. Da setzen wir. Nicht quatschen. Aber machen. Bitte rufen Sie zu einem.
einem späteren Zeitpunkt noch einmal an. Guten Tag. Frau Scherzinger, wir haben noch nicht geöffnet. Ich habe so Probleme mit der Schulter. Und was denn, vom Gift mischen? Nein, vom Rudern. Ach, Sie haben mit dem Rudern angefangen. Man muss ja in Form bleiben. Das tut wirklich sehr weh. Wir nehmen eigentlich keinen neuen Patienten mehr auf, aber für Sie mache ich eine Ausnahme. Ziehen Sie mal Ihre Jacke aus. Dann schauen wir mal. Stellen Sie mal ganz locker hin. Ja, gut. Sie haben schon lange keine Braunalgen mehr bei mir bestellt. Möchte keiner mehr Ihre Diätpillen kaufen oder war die Herstellung doch zu mühsam? Naja, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf die Sportler. Ja, das habe ich schon gehört. Ernährungsberatung machen Sie ja auch für die, ne? Aber die Supplements, die boomen ja. Verständlich, dass Sie auch was abgreifen wollen. Aua. Entschuldigung. Ist das alles neu? Gerade frisch renoviert. Ach so, Sie bestellen jetzt im Ausland. Ist das russisch? Frau Scherzinger, ich glaube, das ist bei Ihnen ein größeres Problem. Wir sollten da lieber einen richtigen Termin machen. Aber leider kann ich frühestens in 6 Wochen. Tut mir leid. Scheint ja richtig gut bei Ihnen zu laufen. In Ihrem körperlichen Zustand, da sollten Sie vorsichtig sein. Da können einfache Verspannungen ganz andere Probleme auslösen. Welcher Zustand? Untrainiert. Dazu kommt das Alter. Sie sollten sich wirklich etwas schonen. Ach, ist das erfrischend. Kein Wunder, dass Sie so beliebt sind. Oh, Julia. Gut, dass du da bist. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich dir? Hm? Nee, du musst mir helfen. Also, ich brauche ein Schmerzgel. Und sag mal, wann gehen wir aufs Wasser? Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen mal mit dem Training anfangen. Stimmt, ja. Ja. Wie wär's gleich morgen früh um 7? Ich hol dich hier ab und dann gucken wir mal, was du drauf hast. Okay. Okay. Sag mal, du arbeitest doch bei der Wasserschutzpolizei, oder? Lernt ihr da auch Sprachen bei euren Einsätzen? Sagt dir das irgendwas? Das sieht russisch aus. Ist das ein Medikamentenetikett? Ja, so viel weiß ich selber. Aber was will ein Physiotherapeut mit Pharmazeutika? Zudem aus dem Ausland sind da noch so viele. Ich kann dir gerade nicht folgen. Weißt du, wovon sprichst du? Du, ich glaube nicht, dass er gestern viel Geld zusammengekommen ist. Nee, deswegen bin ich nicht hier. Ich dachte, wir könnten vielleicht mal was essen gehen. Die alten Zeiten, hm? Im Club ist gerade so viel los. Dann noch der Todesfall. Ich bin gerade Trainerin und Seelentrösterin in einem. Verstehe. Pech gehabt, ne? Sag mal, gab's in eurem Verein schon mal Doping-Vorfälle? Doping? Nee, wieso? Nur so ein Verdacht. Weiß man denn Näheres? Dazu darf ich leider nichts sagen. Verstehe. Weißt du was? Vielleicht kann ich mir doch ein paar Freistunden rausschlagen. Morgen Mittag? Warte mal, dann muss ich mal in meinen Terminkalender schauen. Ja, du hast Glück. Bis dann. Ja, das Schlimmste ist, wenn man Leute von früher kennt, dass sie immer nur die Person sehen, die man damals war. Top-Leistung und sehr kompetent. Wie klingt das? Ätzend. Ja, hast recht. Das klingt wie für einen Handwerker. Es muss sein, als hätten das Trauernde geschrieben. Also mehr getragener. Super Qualität. Neue Sorte. Der Unterschied ist ganz erstaunlich. Probier mal. Hey, eigentlich haben Julia und ich so gut wie nichts miteinander zu tun. Und dann sieht man sich und sofort nervt sie wieder mit den alten Sachen. Pietätvoll und professionell hat uns Habedankbestattung in der schweren Zeit auch menschlich zur Seite gestanden. Oder klingt das jetzt zu sehr nach Bestatter?
Yunus. Menschenskind, ich kann hier unmöglich hunderte Bewertungen alleine erfinden. Ja, so viele brauchen wir nicht, um deinen Schnitt zu heben. Von viele kann auch noch gar nicht die Rede sein. Pass auf. Auf spezielle Wünsche wurde einfühlsam eingegangen. Wir fühlten uns gut aufgehoben. Wie wär's damit? Das ist gut. Richtig gut. Habe dank Bestattung gaben mir das Gefühl, die einzigen wichtigen Kunden zu sein. Er schafft es selbst in den schwersten Stunden, einem Entscheidung leicht zu machen. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, kann ja sein, dass ich damals Mist gebaut habe mit den Zeitungen. Ich war ein Teenager. Da hat doch jeder mal betrogen. Ich habe mich doch weiterentwickelt, oder? Wie, das ist doch jetzt kein Betrug. Nein, nein, nein. Wir sorgen nur dafür, dass andere auch erfahren, was du alles drauf hast. Also, technisch gesehen, wenn es die Wahrheit ist, ist es kein Betrug. So sehe ich das. Ist Montag. Ist Montag. Karen? Hallo? Karen? Hallo? Hey!
Frank! Ich bin hier drin! Insa? Ja! Was zum... Warte! Das ist nicht nötig gewesen. Die sind nicht für dich. Nimmst du mich mit auf die Dienststelle? Ich hab heute frei. Was machst du da drin? Grüß Karen von mir, ja? Frau Bock? Ja. Mein Name ist Habedank. Wolfgang Habedank. Ich habe versucht, Sie telefonisch zu erreichen. Es geht um Ihre Schwester. Mein herzliches Beileid. Ich habe Ihre Nachrichten gehört. Ach so. Ja, dann, na, jetzt bin ich ja hier. Ich möchte für Ihre Schwester eine ganz besondere Trauerfeier. Ich habe das den Polizisten schon gesagt. Wir hatten nicht mehr viel miteinander zu tun. Aber vielleicht können Sie mir trotzdem helfen. Welche Musik wir zum Beispiel spielen sollen und wenn Sie ein schönes Foto von ihr haben. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt Musik mochte. Und Fotos... Ich habe keine Fotos von ihr. Ein paar kleine Hinweise würden mir wirklich sehr helfen. Es ist ja das Letzte, was wir für jemanden tun können. Wenn sie, es tut mir leid. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Oh, bei denen werde ich schwach. Die gab's immer bei Oma. Wollen Sie probieren? Darf ich? Ja, gerne. Frisch gebacken. Könnte ich mich reinsetzen. Wollen Sie einen Tee? Ja. Wie schade, dass ich sie jetzt erst gefunden habe. Und Sie wollen den Laden wirklich dicht machen? Von wollen kann nicht die Rede sein. Ich backe übrigens auch manchmal selbst. Ah ja? Mhm. Was backen Sie denn da so? Lustiges Rezept. Die Mühle ist ja ein Traum. Die gehört Ihnen? Ja. Danke. Noch. Und wohnen Sie hier ganz allein? Zwischen diesen Pillen, Claudia und Scholz, gibt es eine Verbindung. Auch Ihnen einen wunderschönen guten Morgen, Frau Scherzinger. Ja. Will ich wissen, woher Sie die haben? Nein. Ich wette, das sind keine harmlosen Vitamine. Wir sollten sie dringend analysieren, ansonsten riskieren wir noch weitere Opfer. Na dann? Ich dachte, Beweismittel erstmal zu Ihnen. Offizielle Beweismittel, ja. Damit kann ich nichts anfangen. Sie haben freie Hand. Freie Hand also, ja? Ich interessiere mich eben für die Arbeit der einzelnen Abteilungen. Außerdem will ich nicht, dass Sie einfach loslaufen und irgendjemand verhaften. Woraus ist das denn? Hydroxypropylmethylcellulose. Ah ja. Ich glaub's nicht. Drogen? Ja, eben nicht. Vitamine? Ja, aber die sind in Deutschland gar nicht zugelassen. Kretanin, Beta-Alanin, Ribose, dies, das. Tut sich hauptsächlich für den Hersteller. Super. Super? Was ist denn daran super? Wir haben keine Spur. Was haben Sie gedacht, wie Polizeiarbeit funktioniert? Der klassische Dreisatz? Verdacht, Bestätigung, Verhaftung? Intuition. Zumindest dachte ich, dass meine funktioniert. Ach, Frau Scherzinger, Voreingenommenheit hat in der Ermittlungsarbeit absolut nichts verloren. Ihnen bleibt noch das Rudern. Wie läuft's denn da? Auch super. Also, wo
warst du heute Morgen? Ich habe auf dich gewartet. Oh, es tut mir leid, ich hab's total vergessen. Wir holen das nach, ja? Wann? Wir haben keine Zeit mehr, wir haben nur noch 3 Tage. Wie wär's denn mit jetzt gleich? Ja, Frau Scherzinger, Sie haben ja eh nichts mehr zu tun. Wohl. Pause, bitte. Komm schon, du machst doch nicht einfach schon schlapp. Unter deinem Date habe ich mir ehrlich gesagt auch was anderes vorgestellt. Du weißt schon, dass der Platz hier echt fies ist, ne? Du, da muss ich dich enttäuschen. Wie? Ist dir schon vergeben? Nee, aber ich gehe nach Kiel. Ich habe ein Angebot für die nächste Saison, als Trainerin für Olympia. Wow. Glückwunsch. Aber nächste Saison ist ja noch ein bisschen hin. Vergiss es. Komm schon. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Wie bei Claudia neulich. Herzfehler, zack. Gute Nacht. Danke, aber du bist immer noch nicht mein Typ. Mein Typ, du bist auch nicht mein Typ. Na und? Hi! Ah, verstehe. Stehst du ja auf die jungen Knackigen, ja? Nee, das ist Lukas. Den trainiere ich schon ewig. Bist du überhaupt schon mal gerudert? Ja, da waren nur die Skulls, die waren länger. Skulls? Und du siehst die nicht synchron durch. Pass auf, versuch dich mal nach meinem Rhythmus zu richten, okay? Okay. Wir gehen noch mal in die Auslage. Mhm. Und los. Oh, hopsen. Entschuldigung. Ernsthaft? Meine Herren, das... Da liegen wirklich Welten zwischen dir und Claudia. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich an diese wunderbare Claudia nicht rankomme. Ja, so wunderbar war die jetzt auch nicht. Wie, mochtest du sie nicht? Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand mochte. Die musste immer was Besseres sein, auch beim Rudern. Sag mal, warum hast du überhaupt ihren Platz eingenommen? Ich tue Brockhaus damit einen Gefallen. Das sieht er, glaube ich, anders. Hast du Karin gesehen? Die ist gerade weg. Was ist los? Was suchst du in ihrem Büro? Nichts. Dies ist die Mailbox von Karin Schröter. Nachrichten bitte nach dem Piep. Ich ruf ihn mal zurück, ja? Wir müssen reden. Ich weiß ganz genau, was los ist. Claudia, das habe ich doch schon Ihrem Kollegen gesagt. Bei der Lebensmittelaufsicht. Können Sie mir da eine Ansprechperson geben? Wie? Von. Aha. Ah. Ist der zufällig gerade im Haus? Tut mir leid, der ist schon seit einer Weile nicht mehr im Haus. Gut, können Sie mir seine Privatnummer geben? Darf ich nicht rausgeben? Verstehe. Ja, danke. Saftladen. Was kann ich für dich tun? Gehört deine heiße Spur, hat sich erledigt. Naja, es hat sich jetzt nicht unbedingt so angehört, als hättest du mehr das Erfolg. Das Veterinäramt in Emden wird besser abgeschirmt als das Weiße Haus. Also, was willst du? Brockhaus hat mich hierher bestellt. Wie, so kurz im Dienst und schon persönlich beim Chef vortanzen? Was hast du angestellt?
Gar nichts. Der hat auch nicht viel gesagt, irgendwas mit Rudern. Weißt du nicht so gut? Doch, richtig gut. Peter von Ösen? Der Peter von Ösen vom Veterinäramt? Wie, kennst du den, oder was? Ja, ich habe ihm mal geholfen, eine größere Menge Medikamente für den Schafzüchter zu besorgen. Er schuldet mir noch was, ich könnte ihn anrufen. Du willst ihn ja sicherlich befragen, oder? Ja. Dann müsste ich natürlich auch mitkommen. Auf gar keinen Fall, Insa. Und das sind die Blumen, die ich bestelle. Nicht diese Standardgestecke wie bei denen in Wilhelmshaven. Was denkst du? Das hat Würde und ist trotzdem nicht zu steif. Das ist lebendig irgendwie. Das muss man einfach positiv bewerten. Das wird jedem gefallen. Aber irgendwie nichts Besonderes. Also, da sagt keiner, der hat genau getroffen, wie sie war, verstehst du? Ja, wer soll das denn auch sagen? Ich glaube inzwischen, es gibt einfach niemanden, der weiß, wie Claudia war. Ich kenne das. Du gibst dir Mühe, willst jemandem was Gutes tun und es wird nicht mal bemerkt. Diese Julia geht dir ja gar nicht aus dem Kopf. Na, wie weit sind Sie mit Ihren Vorbereitungen? Kann ich da schon was sehen? Ja, ich kann Ihnen sagen, dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Aber es wird doch was Besonderes. Besonders, besonders. Das war ja der Auftrag. Keks? Neues Rezept. Haben Sie auch nur die geringste Ahnung, was für ein Stress mein Job mit sich bringt? Claudia hat das verstanden. Sie wusste, was man tun kann. Chillen. Ist klar. Nein. Angeln. Sie waren zusammen angeln? Sie hat mir eine Angel besorgt. Die besten Spots gezeigt. Das... Gott, diese Frau. Ja. Ich kannte sie nur vom Angeln. Und natürlich in ihrem Ruderboot. Einen Moment noch. Sie haben doch sicher einen großen E-Mail-Verteiler. Da wäre es doch ein leichtes, wenn Ihre Kollegen ein paar positive Bewertungen für mich im Netz abgeben. Machen Sie erstmal die Beerdigung. Und sorgen Sie für einen zeitnahen Termin. Keks. Du kennst dich doch mit Bootsbau aus. Sind wir richtig? Mhm. Hier spielen die pensionierten Beamten, ihre Regionalmeisterschaften stehen an. Und Peter sagte, dass einer von... Danke. Ich mach das schon. Moin. 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 Heißt hier einer... Mummel-Olli? Ja. Guten Tag, Kassens. Ha. Frau Kommissarin. Guten Tag. Wir hätten da ein paar Fragen. Ja, kennen Sie aus Ihrer Zeit beim Veterinäramt noch eine Claudia Bock? Groß, blond, sportlich. Ziemlicher Stock im Arsch. Jo, Verwaltungsfachangestellte, kam gerade von der Ausbildung. Die kannte am ersten Tag schon sämtliche Vorschriften. War aber nicht lange bei uns. Warum nicht? Puh, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Die ist damals mitten in der Sache mit den Muschelfischern gegangen. Wieso, was ist denn mit ihr? Sie ist tot. Ach was. Was war das für eine Sache mit den Muschelfischern? Ja, die sind wegen irgendeinem Beschluss vom Amt auf die Barrikaden gegangen. War aber nicht meine Zuständigkeit. Oh, also Claudia Bocks Zuständigkeit? Möglich. Jedenfalls war sie dann weg. Vermisst hat ihr aber keiner. Alles klar, ja, dann vielen Dank. Dann halten Sie sich zu unserer Verfügung, falls wir noch weitere Fragen haben, ja? Für Sie immer gerne, Frau Kommissarin. Okay, gut. Dann toi, toi, toi bei den Meisterschaften. Danke. Tschüss. So, das reicht. Ich führe die Ermittlung durch. Du stocherst doch auch nur blind rum. Oder glaubst du wirklich, dass einer von denen Claudia umgebracht hat? Polizeiarbeit ist rumstochern und ausschließen. Und Menschen liefern Hinweise. Hier.
Viele Familienunternehmen sind damals pleite gegangen. Manche gab es seit Generationen. Nach deren Darstellung war das Amt schuld. Claudia hat zu dem Zeitpunkt da gearbeitet? Wenn sie dafür zuständig war, dann wäre das Motiv. Man könnte die Namen von denen, die dich machen mussten, sich herausfinden. Jetzt mal ganz langsam. Nehmen wir mal an, das war Claudias Fehler. Wie soll so ein Fischer sowas angestellt haben? Er muss den Herzfehler kennen, er muss wissen, dass Claudia diese Vitamine nimmt, dass sie im Ruderverein trainiert, das ist mir zu weit hergeholt. Das ist Claudia. Und ihre Schwester. Susanne Bock hat gelogen, die hatte Kontakt zu ihrer Schwester. Und wann ist das Foto? Hafenjubiläum letztes Jahr. Besonders glücklich sehen die beiden ja nicht aus. Die waren nur ziemlich zerstritten, die zwei. Habe Dank. Wegen ihrer Beerdigung. Was? Es gibt noch 3 freie Termine und ich hatte versucht, sie telefonisch zu erreichen. Wieso waren die beiden zerstritten? Wegen der Mühle. Hat mir Susanne erzählt, als ich da war, wegen der Beerdigung. Die elterliche Mühle, die haben die beiden zusammen geerbt. Und Claudia wollte die Mühle verkaufen. Und Susanne nicht? Hätte Susanne die Mühle behalten wollen, hätte sie Claudias Hälfte abkaufen müssen. Deswegen muss Susanne ihren Laden aufgeben, weil sie Claudia nicht ausbezahlen konnte. Aber geht durch Claudias Tod jetzt nicht alles an sie? Nicht schlecht, Gassens. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Frau Bock? Frau Bock? Die ist gerade mit dem Taxi weg. In Urlaub. Da ist sie. Fünf nebeneinander, geht's noch? Moin, Kassens Polizei leer. Frau Bock, steigen Sie bitte mal aus. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen. Nee. Der Flieger geht ohne Sie. Wie bitte? Sie haben behauptet, Sie hätten Ihre Schwester ewig nicht gesehen. Ja, und schauen Sie, hier sind Sie mit Ihrer Schwester. Letztes Jahr auf dem Hafenfest. Hat Ihnen Claudia da gesagt, dass sie die Mühle verkaufen will? Die konnten Sie nicht ausbezahlen, hm? Ich wollte das eigentlich nicht hochholen. Meine Schwester und ich sind in dieser Mühle aufgewachsen. Wir haben unsere ganze Kindheit da verbracht. Alle Erinnerungen, unsere Eltern, das war ihr alles scheißegal. Sie hätten ihr Geschäft verloren, deswegen haben sie ihre Schwester umgebracht. Claudia wurde umgebracht. Wo soll die Reise denn hingehen? Ibiza zu einer Freundin. Ich verstehe das gerade nicht, was ist los? Ibiza? So plötzlich. Sie merken aber schon, dass das irgendwie komisch klingt. Was klingt denn komisch? Ich brauche mal eine Pause. Ich hatte Streit monatelang. Ich muss meinen Laden zumachen. Meine Schwester ist tot. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass sie das sehr mitnimmt. Ja, das nimmt mich sehr mit. Nur weil jemand nicht gleich in Tränen ausbricht. Wo waren Sie denn letzten Mittwoch? Was haben Sie denn da gemacht? Da war ich auf Langehoek. Beim Händler für meinen Sanddorn. Ja? Yeah. Sanddorn Jansen, können Sie nachprüfen? Ja. Yeah. Das ist. Machen wir. Lass uns. Danke, Herr Jansen. Ja. Gute Reise. Wenn ich ein Flugloch kriege. Da sind wir wieder bei Null.
habe da möglicherweise noch eine Spur. Über Vorzeigesportler und dann Nachtschichten durchziehen, ja? Was ist das jetzt für Schild? Ich hab dich gesehen gestern Abend. So, jetzt hilf mir mal. Was? Was ist denn los? Huh, was für Ticks nur da? Was? War Claudia auch eine von deinen Kunden? Lukas? Hey. Hey. Lukas, hey. Das meinte er wieder. Alles halb so wild. Oh, Gott sei Dank. Ich kapiere das einfach nicht. Traust du ihm zu, dass er dopt? Weiß ich nicht. Vielleicht wird es mir doch nicht so schwer fallen, das hier alles hinter mir zu lassen. Hey. Soll ich dich auf andere Gedanken bringen? Scherz. Ich habe nichts genommen. Klar. Hat der Arzt auch schon gesagt, dass du das behauptest? Okay. Dann erzähl mal, was wirklich passiert ist. Ich dachte, es wären Vitamine. Die sind so teuer. Und, naja, Claudia hat die doch nicht mehr gebraucht. Moment mal. Das waren Claudias Pillen? Mhm. Hab ich aus ihrem Spind genommen, aus der Tasche. Kann man leicht knacken. Und wo sind die jetzt? In meiner Sporttasche. Ich weiß nicht, ob ich ihm die Geschichte abkaufen soll, dass er bloß Vitamine wollte. Aha, diese Probe also auch. Was? Jede dieser Kapseln ist komplett mit Amphetamin gefüllt und nicht mit diesem harmlosen Vitamin. Nur, dass die Menge stark variiert. Ach was. Und das heißt? Das heißt, dass jede von denen hier mal mit diesem Vitaminzeugs gefüllt war, jemand aber vermutlich den Inhalt ausgetauscht hat. Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Bei uns ist immer Plätzchen frei. Kriminalhauptkommissar Brockhorst. Ja, und was soll das werden, wenn es fertig ist? Im besten Fall lebenslänglich. Herr Torben Schulz? Ja? Sie stehen unter Verdacht, Claudia Bock ermordet zu haben. Das ist der Durchsuchungsbeschluss. Warten Sie, das dauert mir zu lang. Bringen Sie das zu unserer neuen chemisch-technischen Assistentin. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Verraten Sie mich nicht bei Ihrem Chef. Das ist die Pille mit dem Amphetamin. Das ist die Pille mit dem Vitamin. Strafbar, harmlos. Und? Können Sie sagen, welche ist? Was soll der Blödsinn? Ich brauche ja nicht schlimm. Man kann es auch nur sehen, wenn man es wirklich weiß. Ich habe es aber erst nicht entdeckt. Das ist auch Sendersache. Sehen Sie das? Ja, das ist ein kleiner Punkt. Nee, das ist ein Krümel. Hier, die Kerbe.
Die Pille mit der Kerbe, das ist die mit dem Amphetamin. Und die ohne ist die mit dem Vitamin. Wir hatten also recht. Die Pillen mit den Amphetaminen sind zwischen den harmlosen versteckt. Und die Markierungen sind nur für den sichtbar, der das System kennt. Man kann das also super durch den Zoll schmuggeln. Aber Lukas, also Claudias Vitamindose war doch komplett mit Amphetaminen gefüllt. Ja, aber jetzt kommt's. Die waren alle nicht markiert. Also stimmt das? Während Claudia dachte, sie nimmt harmlose Vitamine... Hat sie Amphetamine genommen. Der Mörder hat das Pulver in den Kapseln vertauscht, Claudia getäuscht und somit vorsätzlich umgebracht. Und wer hat das alles rausgefunden? Wie lange dauert das Seminar eigentlich noch? Damit haben wir die Mordwaffe. Amphetamine als Dopingmittel. Das ist ein ordentlicher Zusatzverdienst, oder? Da kann man dann auch mal die Praxis renovieren. Einfuhr und Handel in nicht geringer Menge wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren bestraft. Also, auf den ersten Blick sind das für mich identische Pillen. Aber wie meine Tanten immer gesagt haben, nicht alles, was gleich aussieht, ist auch gleich. Zwillingsschwestern. Das war wirklich clever. Und dann droht ihnen Claudia Bock einfach ihr ganzes System auffliegen zu lassen. Musste sie deshalb sterben? Haben sie versucht, ihr irgendwas anzudrehen? So ist es nicht gewesen. Sie sind einfach an die Falsche geraten, oder? Claudia hätte das Zeug nie angerührt. Dafür war sie viel zu gewissenhaft. Ja, gewissenhaft, das war sie wirklich, ja. Richtig elegant! Diese Kurven, sehr modern. Fieberglas, wie bei den Echten. Davon können die in Wilhelmshaven nur träumen. Du hast auf der Werft richtig was fürs Leben gelernt, Jonas. Das ist ein Kunstwerk. Danke. Und ein Bewertungsleckerbissen. Ihnen scheint der Ernst der Lage überhaupt nicht bewusst zu sein, oder? Sie stehen unter Mordverdacht. Das war ja gar nicht mein System. Ich meine, Sie wollten Ihr Geschäft retten. Und deshalb haben Sie die Vitamine von Claudia gegen Amphetamine ausgetauscht. Nein, Ich habe niemanden umgebracht. Das Ganze hier, das war Claudias Idee. Ja, sie ist dahinter gekommen, dass die Vitamine aus Russland nicht zugelassen sind und dass ich deshalb den Handel nicht angemeldet habe. Sie hat mich damit erpresst. Blödsinn. Sie wollte, dass ich auf demselben Weg Amphetamine besorge. Sonst hätte sie mich angezeigt. Ach ja? Oh ja. Claudia hat mir ab und zu bei der Buchhaltung geholfen. Da hat sie das mit den Lieferungen aus Russland entdeckt. Ich konnte nicht ahnen, dass sie so verdammt link ist. Sie hat sich heimlich alles auf einem USB-Stick gespeichert. Und ab da hatte sie mich in der Hand. Als sie dann noch angefangen hat, an andere zu verkaufen, habe ich begriffen, dass sie den Hals nicht voll kriegt. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Mein Gott, was soll ich denn noch sagen? Ich gebe zu, sie hat mich an Umsatz beteiligt und ich habe dann halt das Geld genommen, aber ich habe sie nicht umgebracht. Ich kriege sie wegen Mordes dran, egal was sie mir hier für Märchen auftischen. Das Lager ist in ihrer Praxis. Claudia dachte, sie nimmt Vitamine, die sie aber gegen Amphetamine ausgetauscht haben. Und als ihr Physiotherapeut wussten sie von ihrem Herzfehler. Was für ein Herzfehler? Hören Sie, finden Sie bitte den Stick, da wissen Sie, dass ich die Wahrheit sage. Oh, ich hab so satt, mir ständig Lügen von kranken Typen anzuhören. Gekotzen. Was suchen wir eigentlich? Einen USB-Stick. Wie wär's denn mit dem hier? Frau Kommissarin. Ja, dann lass mal nachschauen. Ich kann nicht, ich hab Training. Wie? Willst du nicht wissen, was drauf ist? Ja schon, aber heute Nachmittag ist die Regatta. Bis später, Hank. Danke. Gerne.
Ja, Carstens, was gibt's? Ich hab den USB-Stick gefunden. Was? Wie sind Sie da dran gekommen? Unwichtig. Scholz sagt die Wahrheit. Lieferdatum, Adresse. Eine Menge. Seine ganze Buchhaltung, alles da, genau wie er gesagt hat. Sogar die Lieferscheine. Das entlastet Scholz. Das ist mir natürlich klar. Ich ruf gleich zurück. Gedacht, dass Sie sich schon aufs Rennen vorbereiten. Ich will Ihnen was zeigen. Ihre Bestellung. Was? Für Claudia Bock. Eine maßangefertigte Urne. Ganz persönlich. Handarbeit, beste Qualität. Was ganz Besonderes. Wie gewünscht. Und weil Sie ja sagten, Geld spielt keine Rolle. Die Umstände haben sich geändert. Die was? Ist mir egal, für Claudia Bocks Beerdigung bezahlt. Kollegen und ich jedenfalls nicht. Ich. Ja, aber irgendwer? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wo sind meine Skulls? Die Amateure nehmen sich die einfach und dann kommt alles durcheinander. So eine Kacke. Nimm doch erstmal meine. Danke. Dein Taumel schon wieder auf. Jetzt fehlt nur noch Insa. Warum wundert mich das überhaupt nicht? Das ist immer das Gleiche mit dir. Ich hab die Glatze entfernt und sie neu lackiert. Und ich hab sogar deinen Namen drauf gemacht. Damit nicht wieder irgendein Idiot sagen kann, es wären seine. Danke für den Schlüssel, Mann. Ist okay bei dir? Sieht gar nicht gut aus. Lange Geschichte. Ist dir richtig gelungen, die Überraschung? Doch. Ist sie. Tut mir leid, Jonas. Und vielen Dank. Viel Glück beim Singen gleich. Danke. Was machen Sie denn hier? Ich habe meinen Flug verpasst. Und ich dachte, das ist vielleicht ein Zeichen. Und ich guck mal, wo meine Schwester so die letzten Jahre verbracht hat. Es ist gut, wenn Sie einen Abschluss finden. Selbst wenn Sie sich nicht besonders nahe waren. Ist das, ist die Urne für Ihre Schwester. Ich habe viel darüber nachgedacht, was Sie gesagt haben, dass jeder Mensch einen würdevollen Abschied verdient. Und da habe ich mich über Ihr Institut erkundigt. Ach, auf wirbringensieunterdieerde.de? Was bitte. Ist das denn? Ein Bewertungsportal. Ach, das klingt ja schrecklich. Ja. Nein, also meine Kunden tatsächlich, die waren von Ihnen sehr angetan. Die kennen mich? Jeder, mit dem ich gesprochen habe, alle fanden Ihren Service ausgesprochen persönlich. Tatsächlich. Ja, wissen Sie, Tradition, Erfahrung, Fortbildung. Ich finde Sie sehr besonders. Sie meinen die... Die Urne, ich übernehme die Kosten. Ja. Wir machen das. Die ist allerdings etwas hochpreisiger, aber...
Ich kann dann natürlich ein Stück auf Sie zu... Das ist gar nicht nötig. Sind Sie sicher? Ja, schön. Also, schön, dass Sie, schön, dass Sie sich so entschieden haben. Möchten Sie einen Keks? Selbst gebacken. Ach, ist das Ihr lustiges Rezept? Das Rezept, ja. Moin. Moin. Bin ich hier richtig bei den Muschelfischern, ja? Jo. Sind Sie der Kapitän? Nee, das bin ich. Was wollen Sie? Moin. Moin. Carstens, Polizei leer. Was? Keine Sorge, ich habe nur eine kurze Frage. Hier, der zweite von rechts, das ist der Jan Siebert. Der konnte seinen Kutter nicht mehr unterhalten und hat auch Insolvenz angemeldet. Mhm. Siebert. Mhm. Wissen Sie, wo der wohnt? Ja, der hat jetzt eine Gaststätte auf Langeoog, den sehe ich hier nun wieder mal. Okay. Gut, es waren drei. Sie sagten vorhin was von vier? Ja, der Joost. Der hat die Firma in der siebten Generation verloren. Das ist eine tragische Geschichte, der hat sich das Leben genommen. Hm. Nee. Da! Da ist er. Und daneben seine Tochter. Der Nachname war... Komm nicht drauf. Ah, der hieß... Ich, ach, wie hieß denn der? Ich kenne die Tochter. Danke. Ja, gerne. Scherzinger, was machen Sie hier? Ja, Sie wollten, dass ich rudere, also rudere ich. Ich wollte auch, dass Sie sich bei den Ermittlungen zurückhalten. Da hat es doch auch nicht funktioniert. Wir wissen doch beide, dass Sie nicht rudern können. Mein Name steht auf der Anmeldung und ich werde Julia ganz sicherlich nicht im Stich lassen. Sie wissen doch noch nicht mal, wie man so einen School richtig hält. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich verbessert. Das kann mein Trainer bestätigen. Wenn ich vorstellen darf, Lukas Wilkens, Leas Ruderhoffnung. Hoffnung war einmal. Karin hat mich gemeldet. Wenn es schlecht läuft, dann bin ich bald ganz gesperrt. Gleich beim ersten Verdacht, aber es war doch nur ein Versehen. Nee, so war es leider nicht. Ich habe das schon mal gemacht. Die Konkurrenz ist immer direkt an dir dran. Ein paar Stunden mehr trainieren, ein bisschen schneller sein, das macht dann den Unterschied. Und wenn man die Amphetamine rechtzeitig vor dem Rennen absetzt, dann kann es auch keiner nachweisen. Aber die Amphetamine damals hatten sie doch von Claudia. Ja. Und Karin hat dich jetzt gemeldet? Na ja, sag ich doch. Und dann hast du Karin auch erzählt, dass du die Pillen von Claudia hattest. Ich habe Karin die Amphetamine sogar gegeben. Ich dachte, damit wär's dann durch. Lukas, kannst du mir mal helfen? Selber schuld. Was? Wenn Karin wusste, dass in ihrem Verein gedopt wird, dann gibt's für mich nur einen Grund, warum sie das geheim gehalten hat. Gut, dass du kommst. Kannst du mir gleich mal helfen? Claudia hat deinen Vater ruiniert. Er hat sich deshalb umgebracht. Wovon redest du? Danach ihr Dopinggeschäft im Verein, von dem du wusstest? Wenn der Verband davon erfahren hätte, wärst du rausgeflogen. Du hättest nie wieder als Trainerin arbeiten können. Und sie hätte zum zweiten Mal dein Leben zerstört. Was ist denn das für ein Quatsch? Also hast du ihre Pillen genommen, hast sie ausgetauscht und sie umgebracht. Noch kannst du dich stören, Karin. Ich wusste nicht, dass sie einen Herzfehler hat. Ich wollte nur, dass sie nicht mehr rudern darf. Ich wollte, dass sie durch die Drogenkontrolle fliegt und raus aus dem Verein.
Tut mir leid. Aber ich muss dich verhaften. Mann, was soll der Scheiß? Er mit der Waffe. Wenn du das machst, hat Claudia wirklich dein Leben zerstört. Hab ich schon alleine ganz gut hingekriegt. Hey, mach das nicht. Hör auf! Karin, hör auf! Keine Bewegung! Ich verhafte sie wegen Mordes an Claudia Bock. Ja. Oh, Scherzlinge. Ich hab doch gesagt, ich kann damit umgehen. Schon gut. Danke für deinen Einsatz. Ohne dich wäre das alles vielleicht wirklich mal in Deck kriegen. Gern geschehen, Herr Kollege. Jederzeit wieder. Und obendrauf auch noch ein versuchter Mord an einem Polizeibeamten. Ich muss natürlich alles komplett absperren. Das, ja. Das Rennen muss ich natürlich leider absagen. Sehr froh, Jochen. Sei froh, ihr hättet das Ding haushoch verloren, glaubst du mir? Ja. Hier was? Das ist die Wahrheit. Da sind mir die Hände gebunden. Alles nach Vorschrift. Kassens? Sie sehen scheiße aus. Genauso. Hätte nicht gedacht, dass ich sie immer vermissen würde. Scherzinger? Gute Arbeit, danke. Gern geschehen. Und so schön, dass Sie an unseren Sieg geglaubt haben. Nächstes Jahr werden wir es Ihnen richtig zeigen. Was? Wir wird es nächstes Jahr überhaupt nicht geben. Auf ein Polizeiboot gehören Polizeibeamte. Na, chemisch-technische Assistentin Elfa Niedersachsen. Ja, die Stelle ist gestrichen. Lab mal lupen. Wanne voll, Hahne dutt, Krolle Flut. Lab mal lupen. Buden kalt, Nase löpft, kein Taschentuch. Lab mal lupen. Noch nicht vier, gibst du mir noch ein Bier. Lab mal lupen. Ist notiert, funktioniert, wie geschmiert. Lab mal lupen. Bremerhaven, Cuxhaven, Wilhelmshaven.